Aber das Ding ist, heutige liberale Christen, auf sie treffen diese Verse 8 und 10 teilweise zu. Sie würden zwar nicht sagen, dass sie gar keine Sünde haben, das ist etwas, was nur die absoluten Psychos sagen, sie würden das nicht behaupten, dass sie gar keine Sünde haben, aber das Problem ist, dass sie nicht die Demut haben, sich einzugestehen, zum Beispiel, dass Alkoholtrinken Sünde ist. Und ich nutze gerne dieses Beispiel, weil das etwas ist, etwas sehr Typisches ist, was liberale Christen sich ganz einfach nicht eingestehen wollen. Wenn wir kommen und sagen, hey, das und das ist Sünde, oder sich tätowieren lassen ist Sünde, dann sagen sie, oh nein, das ist zu gesetzlich. Sie haben nicht diese Demut, die wir brauchen, als Christen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, einfach unsere Sünden zu bekennen und zu lassen. Sie wollen das nicht, sagen aber gleichzeitig, dass sie eine Beziehung mit Jesus haben. Nun, das passt nicht zusammen. Und ich hoffe, dass diese Predigt einige Leute anspricht. Weil ich will dir damit helfen. Ja, weißt du was? Ich will nicht, dass du dieses sinnlose, durchschnittliche Christenleben lebst, wo du einfach in deinem Hauskreis bist, wo in deinem Hauskreis jahrelang für eine Person gebetet wird, dass sie vielleicht in 5 Jahren Interesse für die Bibel bekommt und dass sie dann in 10 Jahren gerettet wird. Das ist heutiges Christentum, kurz zusammengefasst. Ach, lasst uns beten für diese eine Person. In 5 Jahren vielleicht wird sie dann Interesse für die Bibel bekommen. Oh, sie hat etwas über Jesus gesagt. Oder sie hat ein Kapitel Bibel gelesen. Und in 10 Jahren wird die Person dann vielleicht gerettet. Das ist natürlich stark überspitzt, aber so ungefähr ist heutiges Christentum. Einfach nur schwach, einfach nur langweilig, ohne echte Früchte, gar nichts. Aber gleichzeitig wollen sich diese Leute eben nicht gewisse Sachen eingestehen, die sie dann als gesetzlich bezeichnen. Oh, du sagst, ich darf mich nicht tätowieren lassen, das ist Sünde. Oh, du bist zu gesetzlich, Anselm. Wie kannst du mir sowas sagen? Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, du bist zu gesetzlich. Aber dann kannst du auch nicht sagen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Ich will dir dabei helfen, Freude zu haben im christlichen Leben, ein gutes christliches Leben zu führen, ein erfülltes christliches Leben zu führen, Gott wirklich zu dienen. Aber um dem Herrn zu dienen und wirklich was zu erreichen, musst du Gemeinschaft mit ihm haben. Und wie hast du Gemeinschaft mit ihm? Indem du im Licht wandelst. Und was das dann wirklich noch konkreter bedeutet, es geht nämlich eigentlich darum, im Geist zu wandeln. Das ist, was die Bibel damit meint. Denn hier ist das Ding. Im Neuen Testament führen wir nicht ein gerechtes Leben, indem wir uns ganz doll anstrengen, die Gebote zu halten. So funktioniert das nicht. Denn wir schaffen das nicht. Niemand schafft das. Aber wenn wir im Geist wandeln, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann wird Gott durch seinen Heiligen Geist, dadurch, dass wir im Geist wandeln, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen. Was ich schon zitiert habe aus Römer Kapitel 8.